Brot selbst zu backen ist gar nicht mal so schwer und deswegen gibt es heute wieder mal ein Brotrezept, ein leckeres Mischbrot. Viel Spaß beim heutigen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Bevor wir aber mit meinem leckeren Mischbrotrezept loslegen, möchte ich euch meine Teigknetmaschine, nämlich dieser hier, der Häusler Alpha, ich möchte euch gerne diese Maschine kurz vorstellen. Die Firma Häusler hat mir diese Maschine leihweise im letzten Jahr zur Verfügung gestellt. Seither habe ich sie immer wieder im Gebrauch und möchte euch, ihr habt natürlich auch immer wieder gefragt, was es für eine Maschine ist, diese wahnsinnig tolle, bombastische Maschine einmal vorstellen. Die Firma Häusler, ein Unternehmen mit langer, langer Tradition, seit nunmehr 70 Jahren, gibt es die Firma Häusler mit Sitz in Heilig Kreuztal. Seit rund 30 Jahren hat die Firma Häusler auch Erfahrung im Teigknetmaschinenbau, denn dort in Heilig Kreuztal werden die Maschinen in Handarbeit mit hochwertigen Materialien zusammengebaut. Aber nicht nur Teigknetmaschinen werden dort hergestellt, sondern auch Holz- und Steinbacköfen. Die Firma Häusler ist natürlich auch im Internet vertreten. Sie hat einen Online-Shop. Dort könnt ihr natürlich nicht nur Geräte kaufen, sondern auch vieles rund ums Backen, ums Brotbacken, verschiedene Mehlsorten, Mehlmischungen, Gewürze etc. Ihr findet vieles, vieles im Shop vom Häusler Backdorf und den Link findet ihr in der Infobox. Meine Teigknetmaschine, die Häusler Alpha, ist aus dem Profibereich abgeleitet, verkleinert aus dem Profibereich, denn die Firma Häusler stellt nicht nur Geräte in klein für den Heimgebrauch her, sondern auch große Profigeräte für Bäckereien und Konditoreien. Die Maschine ist sehr robust, ist aus hochwertigen Materialien und von Hand gefertigt. Mit knapp 30 Kilo Gewicht knetet sie problemlos alle Arten von Teige, ohne sich überhaupt nur einen Millimeter auf der Arbeitsfläche zu bewegen. Bereits ab 400 Gramm Mehl kann die Maschine problemlos in eurem Hausgebrauch zum Einsatz kommen und die Höchstmenge ist hier 5 Kilogramm. Also wer einfach etwas Brot vorbereiten möchte, kann dieses auch problemlos in dieser Maschine herstellen, denn die Maschine ist super, super robust. Sie knetet wirklich ohne Probleme auch große Mengen Mehl, wo andere Maschinen schon längst aufgeben. Durch ihr professionelles Spiralknetsystem, dem robusten Industriemotor und dem stabilen Kettenantrieb knetet sie mühelos alle Arten von Teige, sei es ein weicher Hefeteig oder auch ein schwerer Roggenteig. Das Besondere hieran ist, dass sich nicht nur der Knethaken dreht, sondern auch die Rührschüssel mitdreht. Dieses Spiralknetsystem durchmischt somit gleichmäßig und knetet die Teige intensiv. Beide drehen sich gleichzeitig mit unterschiedlichen Drehgeschwindigkeiten. Somit ist ein leichter Versatz und dieses unterstützt natürlich den Effekt des homogenen Mischens. Und wie wichtig das richtige Auskneten von Teigen ist, spürt, sieht und schmeckt man spätestens dann, wenn das Brot fertig gebacken ist. Die Maschine besitzt einen hochschwenkbaren Kettenarm, einen abnehmbaren Kessel, einen robusten Industriemotor, einen unverwüstlichen Kettenantrieb, Kindersicherung und einen abnehmbaren Knethaken zur leichteren Reinigung. Der Knethaken sowie auch die Schüssel sind aus Edelstahl und können problemlos nach Verwendung in die Spülmaschine gegeben werden. Die Kindersicherung funktioniert folgendermaßen. Hier ist ein fest installierter Spritz- und Rührschutzdeckel und sobald dieser nach oben genommen wird, hört die Maschine sofort auf zu rühren bzw. zu kneten. Ein Rührwerk gibt es für die Häusler Alpha natürlich auch, was ideal für
zum Beispiel Eier oder Sahne zum Aufschlagen geeignet ist. Es gibt aber auch einen Flachrührer für Cremes oder für Rührteige. Beides könnt ihr euch extra noch dazu bestellen. Ich habe die Teigknetmaschine nun jetzt schon einige Wochen im Gebrauch und bin so mega begeistert. So gute Teige, ganz ehrlich, hatte ich schon lange nicht mehr. Ich möchte eigentlich die Teigknetmaschine überhaupt nicht mehr hergeben. Ich bin sowas von begeistert und wirklich sehr, sehr zufrieden. Wer viel Brot backt, sollte sich auf jeden Fall einmal diese Maschine anschauen. Den Link zu dieser Maschine, zu meiner Häusler Alpha 2G, findet ihr in der Infobox. Diese gibt es nicht nur in Bordeaux, so wie ich sie habe, sie gibt es auch noch in anderen Farben. Also schaut auf jeden Fall einmal in die Infobox. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr generell bei der Firma Häusler einmal vorbeischaut, denn wie ich schon zu Anfang gesagt habe, gibt es nicht nur dort Maschinen, sondern auch viele, viele Zutaten, Zubehör für eure Backwaren. Auch den Link findet ihr in der Infobox. Jetzt habe ich aber lang genug erzählt und es geht endlich los mit meinem leckeren Mischbrot. Das Mischbrot wird hergestellt aus Weizenmehl und Roggenmehl. Dazu starten wir am Tag zuvor mit einem Sauerteig und einem Vorteig. Der Sauerteig, das kann aus selbst hergestelltem Ansatzgut hergestellt werden, das sage ich aber auch gleich nochmal im Video, oder auch mit dem Sauerteigstarter der Firma Häusler. Geht super, super einfach, mit diesem Sauerteigstarter einen Sauerteig herzustellen. Außerdem wird ein Vorteig benötigt. Dieser Vorteig unterstützt die Hefevermehrung, ist aber auch ideal für den Geschmack und die Haltbarkeit des Brotes. Ich empfehle euch auf jeden Fall, einen Vorteig mit zuzubereiten, denn ehrlich gesagt, viel Aufwand ist es nicht. Es ist ein bisschen zeitversetzt, denn der Sauerteig wird ja am Tag zuvor hergestellt, muss etwa 18 Stunden an einem warmen Ort ruhen. Der Vorteig wird 12 Stunden vor dem Brotbacken hergestellt und muss 12 Stunden ruhen. Damit starten wir auch. Ich zeige euch zuerst den Sauerteig und auch den Vorteig und anschließend geht es natürlich dann auch endlich ans Brotbacken. Für den Sauerteig benötigen wir 240 Gramm Roggenmehl Typ 1150, 240 Milliliter lauwarmes Wasser und 20 Gramm Anstellgut. Dieses kann selbst hergestelltes Anstellgut sein. Ein Rezept dazu verlinke ich euch hier oben in der Infocard. Oder ganz einfach funktioniert das auch mit dem Sauerteigstarter von Häusler. Das lauwarme Wasser gebe ich zusammen mit dem Anstellgut in eine Rührschüssel. Rühre dieses mit dem Teigschaber so lange, bis das Anstellgut sich gelöst hat. Gebe anschließend das Mehl dazu, rühre alles gut unter und stelle den Sauerteig für 16 bis 18 Stunden an einen warmen Ort zum Reifen. Für den Vorteig benötigen wir 100 Gramm Weizenmehl Typ 550, 100 Milliliter kaltes Wasser und 0,1 Gramm frische Hefe. Und diese wiegt ihr am allerbesten mit einer Feinwaage ab, die ihr schon richtig günstig auch zu kaufen bekommt. Links findet ihr hier unter dem Video in der Infobox. Auch hier gebe ich das Wasser mit der Hefe in eine Rührschüssel, rühre dieses, bis sich die kleine Menge Hefe gelöst hat, gebe anschließend das Mehl dazu. Bedecke auch diese Schüssel mit Klarsichtfolie, sodass der Teig nicht austrocknet und lasse den Vorteig 12 Stunden bei Raumtemperatur ruhen. Für den Brotteig benötigen wir 450 Gramm Weizenmehl Typ 550, 160 Gramm Roggenmehl Typ 1150, 12 Gramm frische Hefe und diese kann je nach Erfahrung eures eigenen Anstellgutes reduziert oder ganz weggelassen werden. Ich habe ganz frisches Anstellgut, deswegen gebe ich noch 12 Gramm Hefe mit dazu.
Außerdem verwende ich 10 Gramm Brotgewürz und verwende heute das Südtiroler Brotkleegewürz von Häusler. Dieses kann natürlich auch durch ein anderes ersetzt oder ganz weggelassen werden. Außerdem brauchen wir 22 Gramm Salz, 350 Milliliter lauwarmes Wasser sowie den Vorteig und den gereiften Sauerteig. Die Zutaten gebe ich alle in eine Schüssel, also die beiden Mehlsorten Hefe, Gewürz, Salz, Sauerteig, Vorteig und auch das Wasser. Wobei ich von dem Wasser nicht gleich alles dazugebe. Ich lasse immer noch mal ein klein wenig über und gebe dieses nach kurzer Knetzeit nach Bedarf noch dazu. Geknetet wird der Teig 8 Minuten auf Stufe 1. Und anschließend 3 Minuten auf Stufe 2. Nach dem Kneten ist der Teig noch leicht klebrig, das ist ganz normal, deswegen gebe ich ihn auf die leicht bemehlte Arbeitsfläche und forme ihn zu einer Kugel. Hierzu klappe ich einfach die Ränder von außen nach innen ein. Gebe ihn in die Schüssel zurück, decke ihn ab und lasse ihn für 60 bis 90 Minuten an einem warmen Ort ruhen. Kleiner Tipp am Rande, gerade jetzt in den Wintermonaten, wo es ein bisschen kälter ist, nicht nur draußen, auch drinnen einfach ein bisschen kälter ist, stellt eure Teige, eure Hefeteige zum Gehen in den Backofen und schaltet die Lampe an. Keine Temperatur, einfach nur die Lampe an. Nach kurzer Zeit ist es da ein klein wenig warm und da können nämlich Hefeteige problemlos in warmer Umgebung gehen. Der Teig sollte deutlich aufgegangen sein nach der Gehzeit. Anschließend wird er wieder auf die leicht bemehlte Arbeitsfläche gegeben. Nochmals zu einer Kugel geformt und anschließend kommt er in eine Backform. Diese Backform kann ganz unterschiedlich sein. Das kann ein Steinguttopf wie in meinem Fall sein, das kann ein Auflauftopf sein oder auch ein ähnliches Behältnis. Wichtig ist, dass sie einen Deckel hat, denn das Brot wird mit Deckel im Ofen gebacken. Umgekehrt, mit dem Schluss nach oben, gebe ich den Teigling in die Backform, bemehle die Oberfläche und lasse den Teigling nochmal 20 Minuten ruhen. In der Zwischenzeit heize ich schon einmal den Backofen auf 230 Grad Ober-Unterhitze vor. Nach der letzten Ruhezeit gebe ich nun das Brot in meinem verschlossenen Topf für 60 Minuten in den Backofen. Wer das Brot an der Oberfläche noch etwas dunkler mag, kann gerne etwa 10 Minuten vor Ende der Backzeit den Deckel abnehmen und es so unter Beobachtung fertig backen lassen. Auf einem Auskühlgitter sollte es dann vollständig auskühlen, bevor es angeschnitten und genossen werden kann. Das Rezept zum Nachlesen findet ihr auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de. Den Link dorthin gibt es jetzt hier oben auf dem i in der Infocard und ihr findet ihn natürlich auch hier unter dem Video in der Infobox. Schaut auf jeden Fall beim Rezept vorbei, da findet ihr alles nochmal zum Nachlesen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wenn ihr noch ein weiteres Brotrezept von mir sehen möchtet, dann schaut doch mal hier oben vorbei, da verlinke ich euch noch ein weiteres Rezept von mir. Und hier unten auf dem Foto, wenn ihr mögt,
freue ich mich natürlich auch, wenn ihr mir ein Abo hinterlasst, dann verpasst ihr kein Video mehr. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und vergesst nicht, bei Häusler einmal vorbeizuschauen. Macht's gut, tschüss!